Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn der Vortrag bislang hier sehr sachlich verlaufen ist, so ist aus unserer Sicht hier in dem Antrag der CDU wird ein Schritt vorgenommen, Frau Scharnbach, der dritte Schritt vorgenommen, bevor man eigentlich zwei davor erst mal klären müsste. Grundsätzlich, ja, können wir mit nationalem Recht Wohnsitzauflagen erteilen. Aber wir haben ja auch noch ein europäisches Recht. Und hier wird es schon etwas schwieriger, weil wir müssen hier erstmal auch integrationspolitische Gründe erläutern und vortragen, die Sie in Ihrem Antrag aus meiner Sicht nicht hinlänglich dargestellt haben. Die Hürde ist sehr hoch. Warum wir hier die nach der Genfer Flüchtlingskonvention garantierte Freizügigkeit nach Artikel 26 für anerkannte Flüchtlinge einschränken wollen. Das heißt, es gibt auch schon einen Ausschluss, warum man das nicht kann. Nämlich, und das führen Sie hier aber als Begründung auf, man kann es nicht einschränken mit der Begründung der ungerechten Verteilung der Soziallasten. Das hat ausdrücklich das Bundesverwaltungsgericht 2008 entschieden, dass dies eben nicht mit der GfK vereinbar ist. Und wenn Sie hier die Kosten der Unterkunft anführen, das ist richtig. Wir wollen ja deswegen auch vom Bund in einer Integrationsoffensive, die es jetzt geben muss, dass wir genau hier weiterkommen und der Bund die Kosten der Unterkunft hier übernehmen muss. Aber wir können es nicht, das ist so, so ist die Rechtsprechung, nicht als Grund anführen, um hier Auflagen zu erteilen. Weiterhin hat das Bundesverwaltungsgericht den Europäischen Gerichtshof angerufen und das Verfahren ist nach wie vor anhängig. Inwieweit eine Einschränkung auch nach Artikel 33 der Asylqualifikationsrichtlinie für subsidiär Geschützte denn möglich ist. Weil nach unserer nationalen Rechtslage gibt es das ja schon für subsidiär Geschützte. Hier wird die Fragestellung vorgelegt, ob eine Wohnsitzauflage eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit im Sinne von Artikel 33 Anerkennungsrichtlinie darstellt und wenn eine Einschränkung vorliegt, ob diese durch die Ziele einer angemessenen Verteilung öffentlicher Sozialhilfelasten beziehungsweise, und die Frage werfen Sie ja auch auf, migrations- oder integrationspolitische Gründe wie die Vermeidung sozialer Brennpunkte gerechtfertigt sein kann. Genau diese Fragestellung liegt derzeit beim EuGH, wie gesagt, für den Bereich der subsidiär Geschützten. Das würde dann aber, wenn der die Frage beantwortet, ja erst recht auch für die anerkannten Flüchtlinge gelten. Und nach allem, was ich darüber gelesen habe, wie sich hier der Generalanwalt einlässt, ist nicht unbedingt ausgemacht, es ist eher unwahrscheinlich, dass hier mal so mir nichts, dir nichts vom EuGH hier für uns als Bundesrepublik Deutschland eine Möglichkeit eröffnet wird, hier aus diesen sehr niedrigschwellig formulierten integrationspolitischen Gründen hier eine nationale Wohnsitzauflage zu erteilen. So, und dann kommt der zweite Schritt. Das ist der erste und den, finde ich, sollte man erst mal abwarten, bevor wir hier wieder etwas Neues in die Welt setzen, wo auch noch keiner richtig weiß, ob das überhaupt Bestand hat. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Die Frage haben Sie auch nicht beantwortet. Wenn das denn geklärt wäre, wäre meine nächste Frage, wer entscheidet das und vor allen Dingen, wer kontrolliert das? Der Vollzug einer solchen Auflage durch unter Umständen Ausländerbehörden, kommunale Behörden oder Landesbehörden in der derzeitigen Situation, ob das im Verhältnis den erwünschten Effekt rechtfertigt, ist für mich eine zweite Frage, die noch nicht entschieden ist. So, und wenn die Fragen entschieden sind, liebe Kolleginnen und Kollegen, finde ich, kann man auf dieser Grundlage noch mal klären, inwieweit wir im Rahmen des möglichen nationalen Spielraums unter integrationspolitischen Aspekten hier tatsächlich sinnvoll eine Verteilung vornehmen können. Aber bitte, und das habe ich heute, ich habe ja auch schon öfter geredet, gestern und heute, jetzt mehrfach gesagt, blenden Sie nicht immer die Hälfte der Wahrheit, die gerade da ist, die Hälfte der Wirklichkeit aus und gucken Sie nur auf die Hälfte, wo Sie vielleicht jetzt hier irgendwie einen Punkt nach vorne machen können. Sehen Sie bitte das ganze Bild und deswegen lassen Sie uns ganz sachlich, ganz ruhig diese beiden Punkte zunächst klären und dann auch auf der Grundlage eine sachliche Debatte über diese Frage führen. Die sehe ich derzeit noch nicht.